Die nächste Rednerin ist die Kollegin Kahl. Bitte schön. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in der letzten Woche viel über Landesentwicklung geredet und dabei natürlich auch über den Engpassfaktor Grund und Boden. Und es ist in der Anhörung auch deutlich geworden, dass es natürlich immer um eine Balance geht zwischen Ökonomie und Ökologie bei der Entwicklung Bayerns. Denn Flächen, die einmal versiegelt sind, bekommen wir in der gleichen Qualität nicht wieder zurück, auch wenn wir die Teerdecke wieder abreißen. Versiegelte Flächen fehlen der Landwirtschaft bei der Nahrungsmittelproduktion. Und wenn ich Naturräume zerstöre, dann sägt sich letztendlich der Tourismus auch den Ast ab, auf dem er selber sitzt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen deshalb einen sorgsamen Umgang mit dem kostbaren Gut Boden. Und deshalb hat ja auch das Bundesumweltministerium die Zielvorgabe von 30 Hektar pro Tag Flächenverbrauch in Deutschland bis 2020 vorgegeben. Das sind eben genau diese 4,7 Hektar pro Tag in Bayern. Die bayerische Nachhaltigkeitsstrategie von 2013 geht dabei sogar noch weiter. Sie setzt das Ziel einer Flächenkreislaufwirtschaft, also null Flächenverbrauch, auf lange Sicht. Das Programm mit dem fast längsten Namen in Bayern, nämlich das Naturvielfalt Bayern Biodiversitätsprogramm Bayern von 2014, spricht immerhin noch von einer deutlichen und dauerhaften Reduzierung des Flächenverbrauchs bis 2013. Und unser Ministerpräsident hat erst im April wieder davon geredet, von der Bewahrung unserer wunderschönen Landschaft und Heimat, die nicht beeinträchtigt werden darf. Und sogar der Kollege Huber sorgt sich mittlerweile um die Schönheit der Landschaft an Autobahnrändern. Soweit die Vorsätze, soweit die Zielvorgaben. Die Frage ist, was macht die Staatsregierung jenseits von Reden und wie können wir diese Zielvorgaben auch umsetzen? Die Staatsregierung, und das ist auch deutlich geworden in den letzten Wochen, hat keine Antwort auf die Frage, warum der größte Versiegelungszuwachs gerade in den strukturschwachen Regionen stattfindet. Die Staatsregierung hat keine Antwort auf die Herausforderung Wohnungsbau bei steigenden Einwohnerzahlen und die damit einhergehende Flächenversiegelung. Und die Staatsregierung hat auch keine Antwort, was wir machen mit den 40% leerstehenden Gewerbeflächen auf dem Lande. Ganz im Gegenteil, Minister Söder schleift mit dem Landesentwicklungsprogramm auch das letzte Bollwerk gegen massive Flächenversiegelung. Der Bund Naturschutz hat auf diesen Widerspruch zwischen Reden und Handeln reagiert und angekündigt, aus dem Bündnis für Flächensparen austreten zu wollen. Ich glaube, hier will jemand einfach nicht mehr Feigenbart spielen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben viele Möglichkeiten, den Flächenverbrauch auf ein gesundes Maß zu bringen. Ein Instrument ist dabei natürlich das Landesentwicklungsprogramm. Wir brauchen ein professionelles, regionales Flächenmanagement. Wir brauchen den Verzicht auf die Lockerung des Anbindegebotes und wir brauchen die Einfügung eines Grundsatzes zur Reduktion des Flächenverbrauches gemäß der Nachhaltigkeitsstrategie der Staatsregierung in das Landesentwicklungsprogramm. Wir müssen Invest in Bavaria ausbauen zu einem Unterstützungsinstrument für Kommunen mit Gewerbeflächenleerstand. Wir müssen Programme wie Ortschaft Mitte oder das Städtebauförderprogramm Kleine Städte und Gemeinden verstärkt bewerben und uns dafür einsetzen, dass sie auch verstärkt abgerufen werden. Wir brauchen ein verpflichtendes Flächenressourcenmanagement, Rückbauverpflichtungen bei Gewerbeflächen, steuerliche Lenkungsmöglichkeiten und Entsiegelungskonzepte. Und eine Möglichkeit wäre natürlich auch der von den Grünen eingebrachte Gesetzentwurf mit einer Obergrenze im Landesplanungsgesetz und einem Zertifikatehandel, wobei die Zertifikate nach der Bevölkerungsentwicklung ausgeteilt werden sollen. Jenseits aller problematischen juristischen Fragen bei diesem Gesetzentwurf ergeben sich, so simpel und
bestechend, dass auf den ersten Blick klingt, doch einige wie bei Medikamenten Risiken und Nebenwirkungen. Lassen Sie mich einige davon kurz ansprechen. Zunächst einmal sind nicht alle Flächen gleichwertig. Besteht Flächenverbrauch nur bei Bebauung oder besteht Flächenverbrauch auch, wenn ich eine grüne Wiese in einen Garten in einer Siedlung umwandle? Zweitens, müssen alle Zertifikate gleich sein, egal ob es sich bei dem Grund um eine Wiese, um eine Lernzone, um ein Seeufer oder um einen Meerboden handelt? Oder führen wir Umrechnungsfaktoren ein, wie bei dem beliebten Siedlerspiel, ich weiß nicht, wer das kennt, und dann geht es so, ich tausche einmal Lärmzone und zweimal Moorboden gegen einmal Bauerwartungsland. Drittens, die Zuteilung nach der Bevölkerungsentwicklung. Wir laufen Gefahr, dass wir Kommunen, die dem demografischen Wandel unterworfen sind, die hier schon benachteiligt sind, erstens jede Entwicklungsmöglichkeit nehmen und ihnen zweitens auch noch die Möglichkeit nehmen, ihre Entwicklung gegen Geld zu verkaufen, denn die bekommen dann maximal ein Zertifikat, was für eine neue Hundehütte reicht. Und es kann nicht sein, dass aus der kommunalen Planungshoheit dann eine kommunale Planungshoheit nur noch für reiche Kommunen wird, die sich die Zertifikate kaufen können, die sie brauchen. Was machen wir mit Kommunen, die nach dem Verkauf ihrer Zertifikate dann vor die Situation gestellt sind, dass sie möglicherweise ein neues Krankenhaus bauen müssen, zusammen mit anderen Kommunen oder ähnliche Infrastruktureinrichtungen der Daseinsvorsorge? Soll das dann nicht mehr stattfinden? Frau Kollegin, achten Sie bitte auf die Zeit. Weil man sich darum gebracht hat. Insgesamt muss ich sagen, wir haben den Flächenversuch des Bundesumweltministeriums. Dieser Feldversuch wird im Juli beendet. Die Grünen sollten ihren Gesetzentwurf bis zu dem Ergebnis dieses Flächenversuches zurückstellen. Dann können wir über